geht die Milch wieder runter. Ja, was ist das, Zitrone? Das ist Zitronensaft, Zitronensaft. Die ist ja bedenklich eben gestiegen. Mhm. Und nur Milch und Zitronensaft? Richtig. Und daraus wird jetzt Käse? Ja, daraus wird Käse, ja. Das habe ich noch siehst nie. Du schon, das ist, wie sich schon absetzt? Ja, du sollst noch einen kleinen Moment weiterkochen, umso besser, siehst du, separiert sich's. Ja, so, und das war's. Das war's? Ja, und jetzt? Und jetzt kommt der große Moment, wo das hier in dieses Käsetuch gegossen wird. Ah, ein extra Käsetuch. Brauchst du? Ja, es geht auch hier eine. Ist Eis vielleicht? Ist Eis danke. Ich habe gedacht, diese Griffe, den vertraue ich. Die werden auch heiß, weißt du warum? Weil ich Gas habe. Ich verstehe. Die werden nicht über den Topf heiß, sondern. Ach. Ich zu Hause habe gar nicht so ein schönes Käsetuch. Ich habe eine ganz normale Windel. Ja, wir dachten extra für dich, kaufen wir ein Käsetuch. Ja, finde ich auch. Keine Kosten und Mühen scheuen. Nein, wunderbar. Kann ich das ausmachen hier? Ja, das oder könntest brauchst du sofort? Im Moment nicht, nein. Richtig. Bei mir jetzt wird das schmuggelt auch was, das erkläre ich dir aber sehr gleich. Schön, jetzt wird das jetzt zusammengehängt. Praktisch wird das Wasser rausgedrückt, ja, oder wie? Genau. Das kann man also, wenn man viel Zeit hat, die wir hier nicht haben, kann man es über den Wasserhahn hängen. Und das tropft dann von selbst ab? Und das tropft dann von selbst ab. Und wie lang? Und dann kannst du den Tropfen halten drunter, unter Topf, mir, ja. Dass wir darüber gehen. Ja. Genau. So. Und das jetzt hier vielleicht voll Wasser machen, diesen Topf. Wasser? Wasser. Den brauche ich jetzt gleich wieder. Kaltes Wasser? Kaltes Wasser. Ganz das, voll? Ja, so, weil je mehr Gewicht, desto schöner wird der Käse gepresst. Ach, du nimmst diesen Topf? Um damit den Käse zu pressen. Ach, wenn ich jetzt Frischkäse nur haben wollte, zum Beispiel so, dann würde ich mit dem Käsetuch und das kalte Wasser gehen. Ja. Mit der Hand ein bisschen durchgehen, habe ich Hüttenkäse. Ne? Kann ich gewürzen? So einfach, so ist, einfach das ist das. Ja. Ich glaube das ja nicht. Ja. Wenn ich es nicht sehen würde, würde ich es nicht glauben. Gewürze dazu machen oder plain, je nachdem, wie man will. Aber nachdem wir ja was Gepresstes haben wollen, weil wir ihn schneiden und nachher frittieren wollen, den Käse, müssen wir das so machen hier. So. So. Ach du. Jetzt kommt der Topf hier drauf. Der Topf ist hier drauf. Den tust du einfach als Beschwerung drauf. Genau. Und jetzt drückt er das Wasser raus. Drückt er das Wasser raus, ja. Ach, guck mal, da fließt auch schon. Warte mal, ich nehme, glaube ich, ein Handtuch. Gut. Jetzt können wir den erstmal beiseite lassen. Noch so danke, ein bisschen so ein Handtuch, jetzt hätten wir besser hier auf so ein Riffelding tun. Ist okay, beiseite. Ist okay. Ist alles wasserfest. Das war dieses. Pass auf, darf ich in der Zwischenzeit kurz dir sagen, was ich für dich mache? Gerne. Was ist das eigentlich, was du für mich machst? Das heißt Matar Alu Tarkari. Aber für uns, für uns Gemüseeintopf mit Käse. Ah, und das ist eine indische. Das ist eine vedische. Ah, das musst du mir gleich noch erklären. Nicht in ganz Indien wird vedisch gekocht, aber es wird vedisch gekocht in Indien und auch bei uns jetzt mehr und mehr. Also pass auf, du kannst gleich loslegen, weil ich mache eine Spargelcremesuppe. Fein. Ich habe jetzt die Spargel, grüne Spargel, habe ich ein bisschen angeröstet. Mhm. Du siehst, da wird schon ein bisschen dunkel. Ja. Ja. Und zwar habe ich die Spitzen abgeschnitten, die kommen ganz zum Schluss rein. Verstehe. Nur so ein paar Minuten. Und ich habe hier, darf ich mir mal ein Messerchen holen? Das ist so etwas, das habe ich auch erst gelernt. Den grünen Spargel muss man ja nicht schälen, das ist der bequeme. Ja. Der ist ja aber unten oft holzig. Und richtig. Zwar manchmal nur so viel, manchmal, du kennst es ja. Also drücke ich mit dem gleichen Druck, gehe immer weiter, bis zu dem Augenblick, wo es nicht mehr knirscht. Wo es dann. Und von da ab, wo es leicht durchgeht, ist er dann gut. Ist er dann gut. Ja, und jetzt tue ich nur Wasser rein. Mhm. Tue schon 3/4 Liter heißes Wasser. Und ein bisschen Brühe. Was für Brühe? Ja, also für dich natürlich extra. Also normalerweise nehme ich hier so eine ganz normale, klare Gemüsebrühe. Ah, ja, für dich habe ich heute welche gekauft im Naturkost aus ökologischem Landbau, speziell für Vegetarier, damit da keinerlei andere Stoffe drin sind. Wunderbar, aber normale, klare Gemüsebrühe hätte auch genügt. Ich habe nur gedacht, du nimmst vielleicht Rinderbrühe. Nein. Aber ich habe die extra besorgt für den. Gibst du mir hier raus einen kleinen Löffel? Ja, gerne. Einen kleinen Löffel, den da? Ja, einfach so. Ja, und das kocht jetzt. So, dann, ne? Und das mache ich ein bisschen höher. Ja. Und das kocht jetzt. Und
Und das wird dann wahrscheinlich püriert, gehe ich richtig? Mit dem Stab, ja, püriert. Und die Spitzen nicht. Die Spitzen kommen ganz zum Schluss rein, die werden nicht püriert, die isst man noch nicht. Und es kommt ein bisschen Creme fraiche rein, ja, und ein bisschen Muskat und Kerbel. Borg ich mir dann von dir auch die Muskat. Wunderbar, ich habe so eine schöne Reibe mit einem... Wunderbar, ja. Edelausführung. Weil ich mache natürlich sonst immer kalt aus der Hand, nicht? Aber das sind hier so viele wunderbare, spezielle Zutaten, die kann man dass ich gedacht ja habe, ich mache das mal richtig so nach dem Buch hier. Toll. Und dann brauche ich jetzt also den großen Topf, den haben wir hier, ja, die Wenn Flamme. Wenn ich dir irgendwas helfen kann. Ganz bestimmt. Soll ich dir eine Flamme anmachen? Bitte? Welche vorne hin, die kleinere oder die größere? Die größere. Die größere, so. Ganz bestimmt. Dann haben wir hier. So. Die ich bin ja sehr die? Gespannt. Das ist jetzt Butaris, also geklärte Butter, ne? Ja, aber es geht Öl natürlich ganz genauso. Es geht Öl, ja. Nur wenn man normale Butter nimmt, die wird so schnell braun. Die wird braun, ja. Das geht. 6. Und das ist im Grunde auch aus Butter. 99,8% ja. Fett. Zutaten Butter, Stickstoff und so. Also eigentlich Butter, die nur geklärt ist. Jetzt machen wir das ganz genau, wie das da steht. 6 Nelken, 2 Zimtstangen. Also die indische Küche ist sehr gewürzreich. Ich war mal da. 3 Lorbeer. Und ich muss wirklich sagen, wo warst du? In Kalkutta 3 Wochen. Kalkutta, ja. Und war da eingeladen. Ja. Und bist du auch da in der Ecke? Ja, Kalkutta. Und ich bin eingeladen gewesen zum Essen bei Indern. Und es war toll, auch vegetarisch, aber so abwechslungsreich und so schmackhaft wegen der Gewürze. Da war ich sehr beeindruckt. Ja. Kardamom. Kardamom, ja, einen halben Teelöffel. Das ist meine Ecke da, wo ich mein Hilfswerk auch habe, nicht in der Nähe von Kalkutta. Schau. Oh, schade. Mach nichts. Ist das so? Das wird jetzt angeröstet. Ein bisschen. Das ist eine sogenannte Chaunch, machen die Inder immer. Die tun das immer ins heiße Fett und rösten das so ein bisschen 3 Lorbeerblätter. Und die Nelken. Und die Nelken. Ich tue dir die 2. Könntest du nicht, bis das da steht, dran, die Nelken und so weiter. Und etwa 3 und rösten. Geh mal, ne? Für 30 Sekunden unterrühren, rösten. Man riecht das so. Ja. Ne? Das fängt dann an zu riechen und dann ist es genug. Es riecht schon sehr indisch irgendwie auch, finde ich. Ja, du, ein bisschen Kardamom, ein bisschen Zimt, ein bisschen. Schon hast du den Geruch von Indien. Jetzt kommen, das ist natürlich alles schon vorgemacht hier, was ja wunderbar ist. Das ist sonst, was die Arbeit macht. Wir Kartoffeln schälen. Nächste Woche noch hier stehen. Was ist das jetzt? Das sind alles gute Kartoffeln. Fällt nach unten. Das sind ganz einfach Kartoffeln geschält und grob gewürfelt, die ich jetzt hier mit anröste. Normale Kartoffeln. Normale Kartoffeln. Wahrscheinlich ein bisschen feste, nicht so mehlige. Könnte ich eigentlich gar nicht sagen. Ist egal. Wenn ich jemand fragt, was möchtest du? Ich habe mehrere Sachen auf dem Tisch und die sagen, egal, sag ich mal, ist das Einzige, was wir nicht haben. Was wir nicht haben. So, toll. Dann ja, Erbsen und Turmeric ist das nächste. Turmeric. Das macht sehr gelb, ne? Ja, das ist ja sogenannter Gelbwurz. Gelbwurz, das macht ganz kräftige Farben. Und das Schöne ist ja auch bei der indischen Küche, dass jedes Gewürz gleichzeitig ein Heilkraut ist. Ja, es ist, ich habe vorne nur geguckt. Vedische Kochkunst, die erlesensten Gerichte der vegetarischen Küche Indiens. Man kann also dann, je nachdem, was für ein Typ man ist, weiß ich esse mehr Turmeric, das ist gut für mich, das ist gut für den Darm. Oder mehr. China genauso. Wenn du da essen gehst, mit Chinesen sagen die dir immer, und das ist gut dafür und das ist gut dafür. Und du isst nie nur um den Hunger zu stillen, sondern immer auch um etwas Gutes. Das finde ich so gut, nicht? Weil das Hand in Hand geht, ayurvedisch, nicht? Ayurveda hat Ayurvedisch, das ist ja so eine Ganzheit. Kur kann das man ist die medizinische so Abteilung. Das ist die Medizin. Ja. Und was heißt Vedisch? Veda bedeutet Wissen. Veda, die vedischen Schriften, haben alles Wissen, das es auf dieser Welt gibt, beinhalten. Das in Sanskrit. Das ist sowas wie für uns die Bibel? Viel mehr. Mehr. Weil das die Urschriften sind, daraus kommt alles. Ah, ja. Alles. Ayurveda, Dhanurveda, Rajaveda, also die Kriegskunst, die Medizin, alles. Und diese Rezepte stehen aber nicht in diesen Büchern, sondern die gehen nur, die Grundlagen gehen die dort. Die Grundlagen, genau. Ich will die nicht ablenken. Was jetzt kommen, die Erbsen und der Turmeric. Ja, das ist eben aus. Das Schöne, weil das, wie gesagt, so eine Ganzheit, ein Ganzheitskonzept ist. Ne? Und auch zum Beispiel die Tatsache, dass das wahrscheinlich du vegetarisch, also kein Fleisch, auch kein Fisch, nichts Lebendes. Kein Fleisch, kein Fisch, keine Eier. Keine Eier, aber Milch haben wir eben gesehen. Ja. Und das geht zurück auf diese Schriften? Ja. Ja, siehst du? Du bist vedisch und ich bin christlich. In der Bibel steht, dass Jesus den Wein vermehrt hat.
Ja. Keine Kapfelsaftschorle. Man weiß Wein. Ja, man und weiß. Deswegen trinke ich ja auch Wein. Man, richtig. Auf christlicher Basis. Wenn man in richtigen Maßen ist es ja auch Medizin. Nein, aber das ist schon. Wir wissen gar nicht, wie stark wir von den christlichen natürlich. Gedanken und beeinflusst sind hier. Und in Indien ist man eben von den anderen Gedanken. Und wie viele Übersetzungsfehler bei der Bibel sind. Das ne? auch. Aber ich meine, so ein paar Sachen sind so selbstverständlich für uns. So, das ist so interessant mit dir. Jetzt muss ich das, kommt Wasser Lenk dazu. Wie viel Wasser brauchst du? Nee, heißes oder kaltes? Ich nehme das Wasser hier. Das kocht ja dann gleich. Mache ich groß, die Flamme. Ja. Jetzt kenne ich mich ja schon aus. Ja, bis zum Anfang, ja. Und das kann jetzt dann 10 Minuten vor sich hin kochen. Erstmal haben wir Ruhe, da können wir den Käse weiter bearbeiten. Ah, fantastisch. Das ist toll. Und wie bist du zu dieser vedischen Küche gekommen? Ist ja, das, hat durch, das durch mein Bhakti-Yoga, nicht? Was da kommt ist das? Das automatisch. Ich praktiziere ja Yoga. Wo ist mein Deckel? Da ist er. Gehörst du auch einer bestimmten Richtung oder Sekte ja. an? Ist eine Sekte ist es nicht. Das Wort ist so in furchtbar. Ja. Verunglimpft worden. Und welche ist das? Das es ist eine Religionsbewegung. Wir sind Vaishnavas. Das sind die sogenannten die Hare Krishnas hier unter der volkstümlichen Bezeichnung. Ja. Und die praktizieren diese Art zu leben, diese Art zu kochen. Ist nicht Georg Tomala auch dabei? Tomili ist auch, ja. Ja, der war mal bei mir. Der war bei dir in der Sekte, hat die mal ich darüber erzählt, So, jetzt haben wir gesagt, den Käse müssen wir. Ja. Gott sei Dank ist er schon vorbereitet. Du hast jetzt das Gleiche, was du eben gemacht hast. Richtig. Hast du schon? Weil das dauert ein paar Stunden, klar, bis der fest ist. Den könntest du jetzt gerne, wenn du möchtest, weil du deine scharfen Messer besser kennst. Oh ja, darf ich den schneiden? In Würfelchen. Würfel? So? In Würfelchen, so? Ja. Und das würde dann hier mit einer Flamme. Ist das richtig so? Es ist geradezu perfekt. Ja. Genau. Siehst du, weil sonst bin ich schon wieder die, wenn man die Messer nicht kennt. Ja, nö. Und du machst das auch mit so. In dem Fall, ich mach's mit Liebe. Und sehr viel. Ja, so. Darf ich das mal so probieren? Darfst du gerne. Obwohl normalerweise, also nach unserer Regel, wird nichts gegessen in der Küche, nichts gekostet, nichts abgeleckt, keine Finger abgeleckt. Nicht abgeschmeckt? Nein, das macht man mit den Augen, mit dem Gefühl und mit dem Geruchssinn. Und warum? Warum? Weil wir sagen, wir kriegen unsere Zutaten, unsere Lebensmittel von Gott oder den wir Krishna nennen. Nicht? Und deswegen kochen wir auch für Krishna. Wir sagen, wir geben praktisch zurück, was im Christentum ja genauso ist. Ja. Nicht? Und da wird normalerweise, wenn das Essen zubereitet ist, wird eine extra Präparation gemacht, da werden die Gerichte aufgetan und dann wird das praktisch geopfert. Da werden Mantras gesprochen und dann das sogenannte Prasadam. Und dann erst danach dann wird darfst du essen. Ja, also die Barmherzigkeit des Herrn. Aber ich darf, weil ich kein Krishna Du darfst, Junge ich sag's dir ja nur. Ja. Das ist also ist der ja Vorgang. Sehr interessant. Das ist der. Hier habe ich noch was. Ich brauche geröstete Mandeln. Mhm, soll ich dir die ein bisschen... Ich glaube, dass du ein besserer Röster weißt du bist was? Als ich. Wir tun eine Erbse. aber noch eine schon. Noch eine, zwei Erbsen als kleine Variation das ist die in meine Wunder. Das muss ich ein bisschen größer machen. Weil bei mir werden wahrscheinlich die Mandeln entweder zu blass oder zu braun. Heute eher zu braun mit dem. Pass auf. Also ich mache den kleinen an. Das riecht schon. Ich muss das mal ein bisschen. Machen wir den Löffel. Also erstmal muss ich das hier ein bisschen weg. Hast du Sekunde mal. Das war ja, wahnsinnig heiß, ne? Genau auf den Griff, genau. Ja, so, so. Oder hätte ich es besser anders machen sollen, dass ich meinen Ghee hier hin tue und du die Pfanne da? Nö, geht sehr gut. Geht sehr gut. Das brauchen wir alles nicht mehr, das kann man schon wieder zumachen. Dann nehme ich jetzt ein Holz. Das geht alles sehr gut. Das ist aber interessant. Sag mal, hilft dir diese Art von Essen auch so schlank zu bleiben? Du bist ja wirklich anscheinend, ja. Na gut, da kommen dann noch Yoga-Übungen dazu, aber ich glaube nicht, dass es das macht. Ich glaube, das ist die Art zu essen. Ja. Also ich habe eigentlich überhaupt keine Gewichtprobleme mehr. Ich esse, Christiane, was ich ist will. Das, es kocht jetzt ziemlich hoch. Ja. Ist das zu hoch? Nee, das wäre kein Problem. Das ich fürchte nur, wir dürfen 10 Minuten nicht überschreiten. Entschuldige, darf also ich mal? Deswegen ein bisschen hoch. Ja. Gut. Das merkt man so. 10 Minuten sind noch nicht. Sind noch nein, noch nicht. Nein. 10 Minuten soll es ja kochen. So. Das habe ich alles nicht vergessen. Ja. Was kann ich noch tun? Tomatengeriebenen Ingwer. Ingwer ist was schon ist das? Gerieben. Geriebener Ingwer? Das ist geriebener Ingwer. Ja, Ingwer ist auch ganz also den benutze ich typisch, ne, für eigentlich für alles. Ja. Ich schneide ihn klein in alle Gerichte. Ich tue mal so ein bisschen Räume. Ja, so das ist schön, da weiß man, was man nicht mehr braucht. Genau, das. So, muss aufpassen, die gehen so schnell dann. Ja. Hm? Zuerst dauert es ein bisschen und dann... Und dann raucht es. Das ist ja das, was ich sage.
Das ist das, was du sagst. Ja. Ich muss das ein kleines bisschen höher machen. Ich stelle meinen Käse schon dahin. Ja, ich danke dir. Ach, du wirst jetzt den Käse frittieren. Während das ist, weil das kommt ja dann alles zusammengemischt. Ja, komisch, der schmeckt ja, wenn man ihn jetzt so probiert. Ja, noch gar nichts. Ja, schon schön, aber Milch. Flach. Ja, ja, natürlich. Feste Milch sozusagen. Und der saugt ja dann ein bisschen, ohne aber die Kruste zu verlieren, saugt er natürlich die Gewürze ein, den Geschmack. Und du könntest ihn natürlich auch würzen. Brauchst du noch Olivenöl? Ich brauch keins, nein. Du musst den Käse nicht so nehmen, du kannst ihn man würzen. Man kann ihn natürlich auch würzen, klar. Ich bewundere immer die Profiköche, die dann so machen. Ja, wenn ich das mache, dann sind die überall, Wände. Aber nicht mehr hier drin. Wenn ich habe bei mir dieses Rosenkohlmuster oben an der Decke. Ich kann das auch nicht. Und dann diese Omelette. Dann guck ich, wo ist das Omelette? Da also, bin ich aber froh. Ich denke mir, ich bin so ein... Nein. Ich bin ja kein Profikoch. Bin ein... ganz hemmungsloser Amateur. Ja, das wollen wir auch bleiben. Ja, ja. Aber dafür ist das, wie du es machst, weißt du, diese Intensität und diese, das machst ja, ja. Das hat ja ein Profi auch gar nicht mehr. Das riecht auch schon gut. Ja, schon hat er ja alles verloren. So. Ja, schauen wir mal, wie weit das Ghee ist. Ob es schon... Was, Ghee? Ghee, das ist Butterfett. Ach, das Butterfett heißt... Ja. Auf Englisch heißt es Ghee. Ghee. Ja, Ghee. Ja, man kann schon. Ja. Kann man schon rein tun. Ja, toll. Es brumpelt toll. Schon. Das ist ja wirklich irgendwie alles ganz... total ganz easy. Du musst es easy, aber wenn man es nicht kennt, ist es überraschend und faszinierend. Und sehr schön. Mein Süppchen rutzelt vor sich hin. Du musst ja dann aber, wenn du da in das Buch schaust, zum Beispiel auch, was da für Süßigkeiten gemacht werden. Nur aus Milch, was die aus Milch für Präparationen machen. Das Hunderte. Toll. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Und es räumt eben total mit der Vorstellung auf, Vegetarier sein bedeutet von Beilagen leben. Ne? Ja. Das ist ja ein Nein. Das habe ich da in Indien, als ich zum Essen eingeladen war, habe ich gemerkt, die hatten ungefähr 30 verschiedene Sachen auf dem Tisch und es schmeckte eins besser als das andere. Überhaupt nicht langweilig, überhaupt nicht irgendwie, dass man sagt, zweite Klasse. Und wo ja auch dann genau noch... Die gehen ja dann noch sogar der Uhrzeigersinn nach. Also was zuerst ging, nicht? Ja, so war zusammenziehend, das da auch. Sauer, bitter und dann süß. Das ist eine Wissenschaft, wirklich. Und das du macht sie solchen nur Spaß. So angeröstet oder ein bisschen mehr? Leicht geröstet. Du wisst ja, ich glaube, die sind schon ganz schön, nicht? Schmecken halt wahrscheinlich ein bisschen. Komischerweise, hier sind sie brauner als da wahrscheinlich. Vielleicht mit dem Schaber. Ja, ich glaube. Das ist ja die Gemeinheit. Sie werden entweder schwarz oder bleiben darum weiß. Darum habe ich die Verantwortung ja dir überlassen. Ja. Das ist sehr nett von dir. Ja, ja, ich kann mich ja blamieren. Aber ich glaube, so ist es nein, okay. Du blamierst dich nicht, das wusste ich. Ja. Aber ich schwätze und schwätze und daran. Nein, so sind die gut. Nein, so sind die wunderbar. Das ist viel besser, kriegen wir es nicht hin. Denn wenn die jetzt weiß sind, noch braun werden sollen, dann sind die jetzt schwarz. Braun sind, schwarz. So ist das. Das ist der Punkt. So einfach ist das. So einfach ist das. So. Jetzt kann man jetzt das noch eine Weile brumpseln so, lassen. So, währenddessen, glaube ich, kann ich jetzt hier, lassen wir, sonst dauert es zu lang. Gut. Kann ich hier schon die Tomaten dazu tun, ja. Die auch schon ja, wunderbar. Vorgefertigt sind. So. Da darfst du gerne umrühren. Ja, danke. Welche Verantwortung. Aber wie das aussieht. Du wolltest, ja. Schau mal, wie toll das aussieht. Ja, das Auge isst ja mit. Ah, wahnsinnig. So, dann die Tomaten, den geriebenen Ingwer. Ich habe wenig gerührt, mein Lieber. Bitte rühre weiter. Na, das ist für mich neu, weißt du? Den Ingwer? Aber ich finde das... ja. Live and learn, genau. Toll. Ingwer. Muskat haben wir noch nicht. Darf ich mir den Borken von dir? Ja, bitte, natürlich. Dass ich das mal so... Bei Muskat muss man ja vorsichtig sein, der wird leicht bitter. Ja, wenn man zu viel tut, obwohl ich bin immer etwas hemmungslos. Bist du hemmungslos? Ja, also. Kann man schon. Siehst du, ich bin so hemmungslos, ich schmeiße es gleich rein. Ich glaube, ich kann ein bisschen mehr. Was? Noch, mehr Muskat. Muskat, noch. Ja, dann mach. So, nachdem du hemmungslos bist. Ja, ja, so. doch. Muskatnuss. Außerdem ein bisschen bitter darf Zucker auch sein. Zucker und Salz. 2 Teelöffel Salz. Also Zucker dürft ihr verwenden? Ja. Das ist kein Problem. Aber ich verwende halt, also wenn dann... Das ist Salz, ne? Ja, das ist Salz. Aha. Entweder nur Rohrzucker oder Honig. Ah ja. Oder was wir haben in Indien, Gur. Sie haben geschrieben 2 Teelöffel. Dann ist es ein Kochbuch. Dann sind die schuld, wenn es nicht schmeckt, sind die schuld. War recht geschieht's meiner Mutter, wenn ich mich erkälte. Warum hat sie mir die Socken nicht gestrickt? Ja, genau. Warum hat sie mir die Socken nicht gestrickt? Richtig.
2 Teelöffel Salz. Ein halber Teelöffel. Sag mal, und das ist nicht zu viel hier? Nein, du kannst gerne umrühren, aber du wirst es nicht. Nein. Schau mal, sind die so richtig? Die dürfen ruhig ein bisschen dunkel werden. Es waren schon welche vorgemacht. So soll das dann also sollen die auch. Dann dürfen die noch ein bisschen. Das darf gerne schön. Schau mal, wie lustig das aussieht, deine zwei Irrläufer bei mir, die zwei Erbsen bei mir, wie Augen in den, zwischen den grünen Spargeln. Und siehst du, dass das ein ganz anderes Grün ist? Ja. Das ist witzig. Ja? So, ich glaube, dass ich jetzt pürieren werde. Ich püriere mal. Darf ich das pürieren mal? Pürieren Sie mal, bitte. Ich gucke mal. Ja, ich habe noch 5 Minuten bei geschlossenem Deckel. Gut, dann machen wir den Deckel geschlossen. Komm, bis hier an der Persilie mit die Mandeln. Ja. Davor hätte ich ja einmal panische Angst. Aber du machst es. Ich habe extra einen etwas höheren Topf genommen, falls es spritzt, damit mein schönes kubanisches Hemd. Der ist praktisch. Ich glaube, sowas lege ich mir auch zu. Der ist sehr gut. Sind sehr geil. Ich mache das dann immer mit Zerdrücken. Nee. Das geht ganz schnell. Darf ich mal irgendwie um dich herum? Schau, wie wir das machen. So, das Tanzpaar der Sonderklasse. So. Hier tun wir auf den Teller. Hier. Das erinnert mich immer so ein bisschen an Heimwerker, nicht? Ja. Aus Nachbarsgarten. Ja. Da sägt einer an dem Ast, auf dem er sitzt. Ist das jetzt, da ist noch nichts drin? Ist das schon so schön schaumig von Nix, also nur dieses Wasser, was du gesehen hast, die Brühe und die. Keine Sahne, noch nicht. Noch nicht, danke. Schön. Komm, ein bisschen Creme Fraiche jetzt rein. Ja, bei mir ja auch. Nee, ich habe nicht Creme Fraiche, ich habe Sahne. Ich glaube. Für mich ist es gut. Siehst du, und unsere Würfelchen sind auch perfekt. Bei den Würfeln habe ich es ja im Griff mit der Bräune. Ja, aber die Mandeln, die Mandeln? Jetzt tue ich die Creme Fraiche rein. Mhm. So. Und das ist dazu, da hole ich mir natürlich mein Fett, nicht? Butter, Sahne, die Proteine. Und die, also das, der Fleischersatz, die Proteine, sind die Hülsenfrüchte. Ah, ja. Der sogenannte Dal in Indien. Da hast du mehr Proteine und eben pflanzliche Proteine. Das ist die sind besser. Guck mal, die tierischen Proteine. Ja, jetzt habe ich die Spitzen reingetan. Ja. Ne? Und jetzt kommt noch so ein bisschen von dem Kerbel. Ja. Und die Erbsen sind verschwunden. Und Salz und Muskat. Jetzt komme ich mit dem Muskat dran. Ja. Ich komme mit meinem Stereo. Jetzt machen wir du drüben und ich hier. Koriander. Bist du hemmungslos? Was hast du da reingetan? Koriander oder Petersilienblätter. Ich ziehe Koriander vor, weil der diesen ganz speziellen, besonderen Geschmack hat. Salz. So. Mach das noch ein bisschen kleiner. So, jetzt ziehen die noch hier so ein bisschen. Ja, genau. Die kann man ja praktisch roh essen, ne? die Köpfe. Ja, genau. Lass ich so ein bisschen ziehen. So, das Einzige, was man dann tun muss, man tut die ganzen Gewürzstücke tut man raus, normalerweise. Ja, also so die Ingwer, die Zimtstange und die Lorbeerblätter. Darf ich dir das geben? Ja. Treuen Händen. So, das ist es eigentlich. Mandeln kommen auch noch rein? Ja, die Mandeln. Das kann ich jetzt eigentlich auch schon wegstellen. Ja, kannst du so ein bisschen durchziehen lassen noch. Ja. Damit das. Hier kann man dann schon das. So, ich glaube. Was ich gerade sehe, tue ich raus, aber es stört ja eigentlich nicht. Ich muss mal abschmecken. So. Ich darf ja abschmecken. Du darfst, du bist hier zu Hause. Nein, ich meine nur nach unserer Tradition. Ja. Und bist zufrieden? Bisschen Salz. Bisschen Salz, bitte. Vielleicht habe ich das Salz zu viel, dass du zu wenig hast, aber ich glaube nicht. Weißt du was, gib mir noch ein bisschen Muskat. Der Käse ist ja auch total ungewürzt. Weißt du, wo habe ich das? Dort. Da ist sie. Entschuldige. Ja. Und deswegen braucht das ganz schön Salz, dass das durchzieht, weißt du? Sonst ist das zu latschig. So. So. Mein Süppchen. Darf ich dir mal
Mhm, und schön, ich jetzt die Teller. So. Mhm, jetzt ein Häubchen drüber, ja. Ich hätte ja Muskat auch gern. Also die Russen machen ja die Sahne in die Mitte. Dann so ein Sahnehäubchen, halt, ja. Ich, wenn ich Borscht mache, mache ich das. Genau. Und ich, wo rein gebe ich dir meins? Auch also, in so schöne Teller. Auch in so schöne Teller. Wir essen erst das. Dann kann Dan noch einen Augenblick jetzt, ziehen. Ja. Danken wir, dass wir so schöne Sachen haben. Möge es uns nie schlechter gehen als heute. Genau. Ui, schön, ja. So, ne? Na, jetzt bin ich gespannt. Haribo, das Opfern überspringen wir. Aha. Wie gesagt. Ja, müsst ihr jetzt eigentlich. So. Wunderbar. Ja, ich seh, die sind noch ein bisschen knackig, die, ja, die Köpfe, ja, aber schön, ne? Ja, wir haben ja Zähne. Mhm. Jetzt will ich aber deins probieren. Salzt auch gut und gern. So wie mein Mann. Das kann ich gar nicht versalzen. Ist wahr? So. Ja, bitte. Willst du ein, vielleicht lieber sowas? Ja, ist vielleicht besser. Sieht ja, also wirklich... wirklich nicht wie eine Beilage aus, sondern das hat schon ein bisschen Flüssigkeit vielleicht. Du müsstest die Nelken rausklauben, weil ich glaube, wenn du darauf beißt, ach so, das ja. irritiert dann ach, sehr. Ich habe da keine solchen Probleme. Deswegen kann man, wenn man größere Mengen kocht, zum Beispiel würde ich die Nelken gemahlen nehmen. Ja, dann hat man das Problem. Ich habe auch zu Hause gemahlene Nelken. Ich sehe gar keine. Nee, ich meine, wenn du so direkt auf eine stößt, dann. Nee. Wunderbar. Kriegst du vielleicht einen falschen Eindruck? Heiß, aber sieht lecker aus. Durch diese frittierten Käsestücke. Jetzt bin ich ja gespannt, wie der Käse schmeckt. Verbrenn dich nicht, ja. Was machst du, wenn du auf Tournee bist? Kochst du dir selbst dann? Oder? Jein, wenn es möglich ist, natürlich. Aber ansonsten lebe ich halt mal von Tomaten, Salat, Müsli und solchen Sachen. Nicht? Das geht auch. Und irgendwann dazwischendurch komme ich schon wieder wohin, wo ich kochen kann. Ja, und es gibt ja auch. Mmh. Mmh, dieser Käse hat sie voll gesagt mit dem. Mmh. 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 Fehlt was? Fehlt nicht. Hast du nicht abgeschnitten? Aber deswegen hast du dich auch so genau an das nein, Buch gehalten? Nein, eigentlich nicht. Also ich kann das genauso aus der Hand. Ich wollte nur einfach mal, weil das so eine Komposition ist, mal als Besonderheit, das mal aus dem Buch kochen. Mmh, toll. Du siehst es an der Konsistenz und am Geruch, merke ich, ob das. Jahrzehntelange Praxis, kriegst du das wirklich ganz schnell. Man braucht nicht. Tot, lecker und wirklich, also man vermisst kein Fleisch, nichts. Das ist eben durch diesen frittierten Käse, das ist das Fabelhafte. Das ist der Ersatz quasi. Total. Ich mache das zum Beispiel manchmal so am Stück, dieses Stück gepresst lassen, wie Schnitzel. Und die dann in Gewürzen panieren und die so rausbacken. Und dazu Spinat oder Gemüse, das ist wirklich ganz fabelhaft. Das war mein Vergnügen. Das gelernt.